Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir uns mit der Vorschleife beschäftigen, die euch Angular zur Verfügung stellt. Und ich meine jetzt damit nicht eine simple Vorschleife hier in TypeScript, das kennt ihr hoffentlich schon, sondern es geht wirklich hier um Komponenten und um diese komischen Interpolationen hier. Und da kann man auch tatsächlich Vorschleifen verwenden, die euch das Leben wirklich sehr viel einfacher machen können. Und sie ist komplexer, als ihr jetzt vielleicht erstmal denkt. Ich zeige euch trotzdem die Vorschleife zuerst, bevor ich euch das if zeige. Es gibt allerdings noch mehr Strukturdirektiven, die wir alle noch hier behandeln werden. Allerdings vielleicht nicht unbedingt jetzt alle am Anfang, sondern irgendwann mal. Okay, also was wir als erstes mal brauchen, wenn wir eine Vorschleife haben, ist meistens, naja gut, klar, ein Array. Und deswegen sagen wir jetzt hier einfach mal, wir haben folgende Videos, zum Beispiel, also Tutorials, die ihr bei mir auf dem Kanal finden könnt, zum Beispiel einfach als Array definiert. Was haben wir hier? Wir machen gerade Angular. So, als Vorwissen solltet ihr definitiv haben TypeScript und dafür als Vorwissen solltet ihr vielleicht, wäre nicht schlecht, wenn ihr JavaScript habt. Okay, und ja, das müsste erstmal reichen hier, also drei Elemente passt. Und jetzt wollen wir natürlich eine Liste erstellen für jedes dieser Tutorials hier. Klar, wir können auch noch hergehen und irgendwie Links dazu generieren und vielleicht die URL aus meinem YouTube-Dingens direkt rauszuholen, also aus der YouTube-Playlist, aber das behalten wir dann einfach mal alles so vor. Eigentlich total simpel. Und zwar, also ich habe jetzt absichtlich mal alles weggemacht, weil wir wollen das Ganze als Liste schreiben. Und für eine Liste, naja, darf man keinen Paragraphen drumherum haben, sollte man aus HTML vielleicht ein bisschen wissen. Was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen logischerweise ein Listenelement generieren für jedes einzelne Element aus diesem Array hier. So, und das ist eigentlich super easy, denn wir schreiben einfach hier, naja, eine Vorschleife in unserem Listenelement. Und es wird mir schon vorgeschlagen hier, weil ich natürlich alles vorprobiert habe. Der Trick ist, ng4 zu benutzen. Also ng für Angular, for für Vorschleife und das Sternchen hier steht für Strukturdirektive. Das heißt, da fällt dann auch switch drunter oder if fällt drunter, genau. Und ja, damit kann man jetzt hergehen und sagen, okay, ich möchte durch dieses Array durchloopen. Und ich möchte x ausgeben. Ich nenne das ganze Ding jetzt einfach mal x. Allerdings kann man natürlich hier sagen, wir nennen es, wie wir es wollen, aber wir finden hier offensichtlich kein x in unserer Klasse. Klar, weil x wäre ja erstmal Angular, dann TypeScript und dann JavaScript. Aber wir müssen unser x noch definieren und das machen wir hier drin in der ng-Vorschleife. Und da sagen wir einfach let x of, und das ist wieder mal die for-off-Schleife eigentlich, und unser Array heißt Videos. So. Und das ist tatsächlich jetzt schon eigentlich die Vorschleife. Achtung, wir sind noch nicht fertig, es geht noch weiter, es gibt noch Features von der Vorschleife, die ich euch zeigen möchte. So, wir gucken uns jetzt aber trotzdem erstmal an, und zwar hier steht erstens Angular, zweitens TypeScript, drittens JavaScript. Wunderbar. Ich habe jetzt übrigens das Ganze mal kleiner gemacht. Übrigens hier auch eine Liste in einer Liste. Das liegt daran, dass wir hier eine Komponente schreiben und diese Komponente ist hier einfach als ein Listenelement eingebunden. Ihr könnt das Ganze natürlich einfach so abändern, wie ihr es braucht. Ich habe jetzt hier, ich möchte nur die einzelnen Features demonstrieren. Wie ihr das Ganze kombiniert, bleibt dann natürlich euch wie immer überlassen. Okay, so, jetzt haben wir natürlich hier noch mehr Features. Und zwar, wir haben hier noch sehr, sehr viele andere coole Dinge, die euch Angular direkt zur Verfügung stellt. Ohne dass ihr viel dafür machen müsst. Ihr könnt das Ganze natürlich auch irgendwie selbst versuchen zu programmieren, allerdings ist es sehr aufwendig und deswegen hat Angular gesagt, Mensch, wir machen das einfach direkt, ansonsten muss man irgendwie anfangen hier in HTML irgendwie JavaScript direkt zu programmieren und sowas, das ist dann nicht ganz so toll. Und es kommt vor, dass man zum Beispiel immer nur das erste Element ausprobieren oder ausgeben möchte oder vielleicht mal nur das letzte oder gerade dieses Element nicht oder irgendein spezielles Element. Und da kommen dann noch weitere Variablen zur Definition. Das heißt, ihr könnt ja einfach sagen, ich möchte meinen Index als i zur Verfügung haben. Ich möchte zum Beispiel auch mein erstes Element als f zur Verfügung haben. Ich möchte mein letztes, oder nicht das erste Element, wir werden gleich sehen, was es genau ist, last als l zur Verfügung. Und das reicht erstmal, den Rest machen wir gleich noch. Wir sind immer noch nicht fertig, es gibt noch mehr. Wenn wir den Index jetzt hier ausgeben, gut, dürfte klar sein, was dann rauskommt. Schauen wir uns einfach mal kurz an. 0, 1 und 2. Also klar, wir fangen bei 0 an zu zählen. Das ist im Endeffekt der Array-Index. Ganz klar. So, jetzt first. Was ist first? Wir geben es am besten einfach mal aus. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Dabei lernt man am meisten einfach mal ausprobieren. Und jetzt sehen wir hier plötzlich true, false und false.
Und die Variable heißt first. Was wird es dann wohl sein? Naja, sie ist true, wenn das erste Element ist. Ansonsten ist sie immer false. Und das ist tatsächlich genau die Definition. First ist true, wenn das erste Element dran ist, also beim ausgegeben wird hier. Und last ist true, wenn das letzte Element ausgegeben wird. Manchmal braucht man das tatsächlich, manchmal auch vielleicht eher nicht. Das heißt, wir gucken uns jetzt das an. Wir sehen false, false, true, weil wir hier beim letzten Element sind. So, und ja, es geht noch weiter. Wir haben noch mehr Kontrolle zur Verfügung sozusagen. Ups, das wollte ich eigentlich nicht minimieren, sondern das andere in den Vordergrund bringen. Okay. Und zwar haben wir noch zwei Variablen. Einmal even und einmal odd. Even, ja, dürfte eigentlich klar sein, als e zum Beispiel und odd als o. Und das ist natürlich dann, even ist true. Gucken wir einfach mal ganz kurz. Even ist true, false und true bedeutet so viel wie, wenn der Index, Achtung, der Index nicht hier vorne, wir fangen nicht mit 1 an zu zählen, sondern wenn der Index gerade ist, also even, gerade, odd, ungerade, wenn der gerade ist, dann ist even wahr und wenn er ungerade ist, also bei odd, ist er natürlich false. Und odd ist natürlich genau andersrum. Achtung, wie gesagt, wir fangen hier bei 0 an zu zählen, deswegen ist der erste Index gerade und der zweite Index so gesehen ungerade. Ja, also das muss man bedenken, deswegen sieht es hier auch ein bisschen verrückt aus, dass wir jetzt hier gerade even ausgegeben haben. Aber okay, ja, und das ist eigentlich auch schon tatsächlich, was ich euch zeigen möchte, die Vorschleife von Angular. Wunderbar, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich glaube, wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!